Ja, liebe Freunde der Zeichenunterhaltung, herzlich willkommen zu dieser Folge von Xenosaga Episode 1 für heute. Die wird heute definitiv nicht so lang, denn ich habe mir heute vorgenommen, nur diesen Raum mit dem Einhorn zu machen, den wir letztes Mal ja ausgelassen haben. Mehr mache ich heute auch nicht in dieser Folge. Den werde ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal krallen, diesen Raum. Denn hier gibt es einiges für mich zu holen, glaube ich. Oh ja, eine Biosphäre erstmal als allererstes. Oh, ich habe irgendwas aufmerksam gemacht auf mich. Und dann bin ich mal ganz clever. Mach erstmal die ganzen kleinen Sachen hier kaputt. Werde diesen Stein runterholen und dann erstmal dieses hier. Haha, hab den Gegner nämlich jetzt geschwächelt. Jetzt kann ich auf ihn eingehen. Schöne Sache. Hab mir gerade nochmal das Gesinge von meinem Livestream, vor dem Livestream angehört. Oh mein Gott. Naja, egal. Gut. Also diesen Raum möchte ich auf jeden Fall noch machen. Da ist nämlich noch was für mich drin, was ich später sehr gut gebrauchen kann. Und deswegen hat dieser Raum hier jetzt Priorität. Wir werden diesen Gegner nur vorbereiten. Ich versuche mit einer etwas anderen Taktik hier vorzugehen. Ja, okay. Das war jetzt natürlich nicht vorhergesehen, dass Chaos bei beiden Hits jetzt einen Crit raushaut. Und ihr seht dieses Einhorn im Hintergrund. Diese Gegner sind etwas schwieriger zu bekämpfen, sofern ich es mich in Erinnerung habe. Ja, es hat 1200 Lebenspunkte. Kein harmloses Vieh auf jeden Fall. Und natürlich musste ich die Gegner bekämpfen, bevor ich hier war. Und ihr seht schon, Cosmos ist ziemlich angeschlagen. Eine Wunderheilung? Das Vieh hat sie doch nicht mehr alle. Hallo? Langsam ist das nicht mehr lustig, Mädchen. Mädchen-Einhorn? Ist nicht lustig so? Junge? Das ist ja blöd. Hab ganz vergessen, dass die das können. Mit dieser Wunderheilung. Ja, toll. Jetzt schraubt der seine physische Angriffskraft hoch. Das ist mir aber sowas von Baum. Denn er ist kaputt. Jetzt wird er wieder Miraculous Healing bestimmt machen, der Gegner. Und die Gegner sind, glaube ich, dann wieder voll geheilt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr blöd. Okay, Crit und noch ein Crit-Kishion, wenigstens vorbereiten. Also ich glaube, ich muss das so machen, dass ich die Gegner beide ziemlich schwäche, um dann auf das Einhorn einplacern zu können. Oder ich muss meine Eggs verwenden. Ja, ich muss wohl meine Eggs verwenden, Leute. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Ja, den machen wir nochmal so. Weil dann muss er wieder Miraculous Healing machen. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwas bringt, wenn er die immer zurückholt, ob mir das Punkte gibt. Und da kommt wieder ein. Wie? Es kommt kein Miraculous Healing. Es macht ja mal gar nichts, das Einhorn. Was ist denn hier jetzt kaputt? Schöne Sache auf jeden Fall. Also kann ich mich nicht gegen wehren. So kann es weitermachen, das blöde Vieh. Wenn es jetzt gar nichts macht. Dann haben wir nämlich die Gegner vor diesem Einhorn nämlich weg. Ich wusste nicht, dass das nur bedingt ist. Ich dachte, das ist jetzt auf Dauer, dass das Viech die immer wieder belebt. Aber scheint ja nicht so zu sein. Dann können wir die Gegner ruhig beiseite räumen. Vor allem, das Viech lebt auch noch. Egal. Jetzt nicht mehr. So, gut, dass wir diesen Boost jetzt hatten. Somit haben wir jetzt beide Gegner weggehauen. Jetzt ist das Einhorn alleine gegen uns, steht es uns gegenüber. Mit seinen 1200 Lebenspunkten und kann angreifen. Und das nicht gerade zu knapp. Mal gucken, was der Spell Ray bringt, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber Nahkampfattacken sind vielleicht besser. Muss ich mal abwarten. Muss ich abwarten. Denn, mal gucken. Ja, schon wesentlich effektiver. Hoffentlich heilt dieses Ding jetzt nicht. Hoffentlich heilt Heaven's Wrath nicht. Okay, ist okay. Gut, gut, gut. Kein Ding, machen wir. Nahkampf auch in Ordnung. Können wir jederzeit machen. Gut, 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 Knut. Dann machen wir das doch so. Und bohren, bohren, bohren. Ja, ihr seht schon, das macht Spaß. So. Oh, 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 oh. Hallo, geht's noch? Junge, hast du gelitten? Kriegst wieder Aua. Wir bohren dich wieder durch, du doofes kleines Einhorn. Ja, so muss das. Ja, guckt euch den Schaden an, den die gute Cosmos macht. Bin mal gespannt, was der Thermal Blast bringt. Ich hoffe mal einiges.
Ach ja, ist okay. Ist jetzt nicht die Welt, aber man kann mitarbeiten. Was machen wir jetzt? Garden, wir garden. Jetzt bin ich mir sicher, dass Cosmos dran ist. Nein, Shion ist dran. Egal. Kein Ding, die macht das ja auch. Die beendet den Kampf ja auch auf Bonuspunktphase. Bam! Und. Boah, doppelte Punktzahl nur. Egal! Ich weiß nicht, ob wir jetzt für jeden Orga die Punkte bekommen haben. Scheint so. Es scheint so, als hätten wir für jeden Orga die Punkte bekommen. Was gut ist, auf jeden Fall. Und ich denke, ich werde jetzt mal den Drill von Cosmos ruhig ein bisschen hochschrauben. Oder habe ich noch irgendwas anderes? Nö. Also kommen die Tech-Schrauben immer hoch einmal. Es reicht. Dann gucken wir mal, was wir bei Chaos machen können. Ja, Lunar Seal wollte ich immer mal hochschrauben. Was ist das? Wait. Level can be increased. Recover faster after using Tech Attack. Ah! Das ist natürlich auch nicht so verkehrt, das mal zu machen. Mal ein bisschen hochzuschrauben. Das Wait. Das geht auch nur zweimal. Das ist ja auch in Ordnung. Das können wir. Das habe ich ja bei ihr schon gemacht. Okay. Bei ihr. Hier bei dem noch nicht. Und hier. Komm. Noch mehr. Jawohl. Die Attacken sind alle jetzt hochgepusht bei Shion auf Max. Das ist gut. Es kostet noch nicht allzu viel, muss man dazu sagen. Jetzt gucke ich erstmal, da ist das andere Einhorn. Oh, es hat mich gesehen. Hilfe! Leute, das Einhorn hat mich gesehen. Was mache ich denn jetzt? Oh, nein! Bleib mal schön da, wo du bist. Ah, guck mal, was hier ist. Eine Segmentschlüsseladresse Nummer 13. Ja. Blitzvorteil! Jawohl, jetzt haben wir wieder einen Boost. Zumindest einen Vorteil gegen dieses Viech. Und? Battle Critical. Okay. Ach ja, die machen wir mittlerweile mit einem Schuss. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es kein Problem wird. So, bam! Okay, der ist noch nicht ganz kaputt. Aber kein Ding, gleich ist er kaputt. Und zwar jetzt. Ah, die ganzen Slowdowns stören mich jetzt eigentlich gar nicht großartig. Ich wollte euch nur diesen Raum auch mal gezeigt haben, damit ihr seht, in diesem Raum kann man auch noch was holen. Damit ihr euch nicht denkt, warum geht der da nicht rein. Übrigens führt im Moment im Vote Siren Blood Curse, was mich ehrlich gesagt ein wenig verwundert. Oh, zehnfache Punkte. Gold. Nein, falsche Tastenkombination. Egal. Also, mich wundert das ein wenig, dass ihr das sehen wollt, weil es ja auch wieder Marke Special Interest ist. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt noch ausgehen wird. Also, da überrasche ich mich jetzt mal. Ehrlich. Ja, habe ich irgendwas, was mich noch ein bisschen mehr hält als dieser Healing Dew? Natürlich nicht. Den Rejuvenator. Soll ich den jetzt schon benutzen? Ne, den brauche ich bestimmt später noch. Fliehen will ich auch nicht. Ja, dann muss ich halt den sauren Apfel beißen und Chaos verabschieden. So, aber ich denke, das Viech wird jetzt wieder auf Chaos. Es geht nicht auf Chaos los? Was ist hier jetzt nicht in Ordnung? Es boostet jetzt zweimal. Das ist wahrscheinlich die Bestrafung dafür, dass ich die Gegner getötet habe, bevor sie überhaupt dran ist. Hier unser kleines Einhornmonster. Und bohren! Das macht das Ganze jetzt natürlich jetzt ein bisschen weniger interessant für mich. Oh, Sichel. Ach ja, die haben wir abgewehrt. Okay, Medica All. Auch wenn es ihre letzten AP gekostet oder MP oder EP. Hier heißen die EP. Meine Güte, langsam geht's los mit den Abkürzungen. Und wir sehen, jetzt sind wir wieder einigermaßen im grünen Bereich und können wieder auf das Gegenmonsterchen einschlagen. Zumal wir jetzt wieder einen Boost für Chaos haben. Naja, viel Schaden ist das ja nicht. Jetzt kommt wieder diese Flugsichel. Ach ja, 77 Punkte. Die kannst du dir sonst wohin stecken, deine 77 Punkte. Mit Nutella. So. Dreh. Und Bohr. Und Schüssen. Pfund. Jawohl. Es boostet. Aber. Scheiße, jetzt kann ich mit Chaos nicht boosten.
Das ist doof. Ich hoffe nur, dass das jetzt reicht für das Viech, um es zu töten. Thermal Blast! Bumm! Dann bringt ihr nämlich den ganzen Boost nix. Tschüssen! Tja, Einhorn, kannst doch nicht mehr boosten, wa? So, schöne Sache. Haben wir das auch erledigt. Und ihr seht, wir kriegen wieder einiges an Punkten. Aber diese Bonusgeschichte mit dem Wiederbeleben von der anderen Gegner halte ich nicht für notwendig. Da hatte ich Geld. Und ihr wisst, wo Geld ist, geht der Ravenite hin. So, Medkit DX, das hätte ich gerade brauchen können. Das ist, glaube ich, nämlich eine Vollheilung. Ja, egal. Zwei Skill-Upgrades, sehr schön. Aber das ist auch... Ah, eine Schatzkiste. Medkit Max. Ne, das ist eine Vollheilung. Ein Medkit DX geht, glaube ich, auf alle. Hätte ich auch gerade gebrauchen können, egal. Jetzt machen wir hier noch die Kisten kaputt, weil hier noch nützliche Gegenstände für uns teilweise noch mit drin sind, wie ihr seht. Habe ich hier noch eine Box vergessen? Nee, das nicht mehr. So, wie gesagt, Segmentadresse Nummer 13. Die wollte ich nämlich noch unbedingt aufdecken. Gucken wir mal eben kurz. Den Schlüssel dürfen wir nicht haben, sonst hätte sie sofort geöffnet. Alles klar, Leute. Das war's eigentlich für dieser Folge für heute. Das nächste Mal, also morgen, wird's wieder mit der Story weitergehen. Also, bis dahin, sprach der Ravenite nimmermehr. Natürlich habe ich vergessen zu sagen, wir starten auch an der Stelle, wo wir letztes Mal waren, am Speicherplatz. Also, liebe Freunde, jetzt aber endgültig, sprach der Ravenite nimmermehr.